360 Football hier mit einem neuen Video zum Thema als Flügelspieler alleine trainieren. Wir zeigen eine ganze Trainingseinheit von A bis Z, die du so durchziehen kannst. Legen wir direkt los. Wenn du mal müde bist vor dem Training oder Spiel, Pre-Game natürlich nehmen, du weißt Bescheid. Jetzt legen wir aber los mit der ersten Übung. Bevor wir das Training starten, ganz kurz aufwärmen, das heißt mobilisieren, kurz etwas andehnen, vielleicht kurze Sprints und dann legen wir los. Wir gehen ins erste Kapitel, das sind die Ballkontrollübungen. Hier haben wir Übung 1 bis Übung 6. Wir gehen ins Slalom, das heißt, wichtig bei den Slalomübungen zuerst richtig machen. Wenn ihr das könnt, dann unbedingt das Tempo steigern. Nach den 6 Ballkontrollübungen sollten wir auch schon ready sein für die Sprints. Hier wichtig, macht das Ganze 100%ig und wir fangen an mit den Fallsprints. Das sind ca. 10 Meter. Die Faustregel heißt immer pro 10 Meter eine Minute Pause. Hier wichtig, fällt so weit wie es geht, dann drückt euch ab und dann so schnell wie ihr könnt. Nach den Fallsprints kommen die beidbeinigen Sprünge. Hier machen wir einmal das Ganze. Auch wichtig, hier wirklich bis ans Limit gehen, so hoch und so weit wie möglich. Nach den beidbeinigen Sprünge gehen wir in die einbeinige Sprünge. Hier auch so hoch und so weit wie möglich. Hier machen wir einmal pro Bein. Und zu guter Letzt machen wir hier noch den 30 Meter Sprint. Einfach damit wir alles abgedeckt haben von kurzen Sprints, von Sprünge und von Top Speed. Hier einmal 30 Meter, 3 Minuten Pause, dann wieder 30 Meter und dann gehen wir zu der nächsten Übung. Kommen wir zum Dribbling. Hier haben wir zwei Hütchen ein bisschen nach innen gestellt, zwei Hütchen auf der Linie. Das heißt, ihr geht hier mit einem lockeren Tempo, dann macht ihr den Trick, dann mit dem Tempowechsel durch die Hütchen. Hier könnt ihr immer selber entscheiden, wo ihr durchgeht. Jetzt kommen wir zur Ballmitnahme. Hier könnt ihr ganz kurz jonglieren, spielt den Ball dann in die Luft. Je höher, desto schwieriger. Das heißt, ihr könnt immer selber entscheiden, wie hoch ihr den Ball spielt. Und dann mit dem Drop das gleiche wieder mit einem Touch durch die Hütchen, entweder der Linie entlang oder nach innen. Das ist eine perfekte Übung für den perfekten Touch in den Raum. Ihr habt alle auf das gewartet. Hier kommt der Abschluss aus dem Stand zuerst. Hier wichtig, macht den Trick aus dem Stand wirklich explosiv und danach probieren so schnell wie möglich zum Abschluss zu kommen. Das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen schwieriger, aber ist eine super Übung. Hier könnt ihr mal nach innen gehen, nach außen. Unbedingt beide Füße brauchen beim Abschluss. Wichtig auch hier bei dem Abschluss, nicht immer das schönste Tor erzielen zu wollen, sondern auch mal flach in die Ecken schieben. Wir machen das Ganze hier spielecht, wir wollen im Spiel auch die Tore machen. Das heißt, nicht das schönste Tor erzielen, sondern einfach sauber in die Ecken schieben oder auch platzierend in die Ecken schießen. Zu guter Letzt kommen wir zum Abschluss aus dem Lauf. Hier haben wir einen Slalom aufgestellt. Da ist es auch wieder wichtig, so schnell in das Slalom. Dann die drei Hütchen fixieren, eine Finte nach innen oder nach außen und dann auch wieder hier so schnell wie möglich zum Abschluss zu kommen. Falls ihr nur einen Ball habt, dann würde ich das trotzdem machen. Müsst ihr den Ball einfach immer ganz kurz holen gehen. Aber diese Übungen sind auch extrem wichtig für einen Flügelspieler.
das war das Video, wie man alleine als Flügelspieler trainieren kann. Leute, zieht das wirklich durch, macht das, gebt auch wirklich Gas in den Trainings, wenn ihr alleine trainiert. Aber jetzt noch ein kleiner Tipp, unten in der Videobeschreibung seht ihr die Links einerseits zu unserem Training und andererseits zu unserem Trainingsprogramm, wie man alleine besser werden kann. Da sieht man von A bis Z alles, Schnelligkeit trainieren, Kondition bis zu Ballgefühl, Ballkontrolle, Technik in der Luft, wirklich alles. Also schaut unten unbedingt vorbei und jetzt noch das Video liken, kommentieren, die Glocke nicht zu vergessen zu aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video.